Liebe Wetzikerinnen und Wetziker, ich freue mich sehr, dass ich als Präsidentin vom Wetziker Parlament zum heutigen 1. August das Grußwort an Sie richten darf. Weil aufgrund der aktuellen Situation unser Anlass in den Quartieren von Wetziker leider nicht stattfinden kann, richte ich mein Grußwort zur Bundesfeier in dieser Form an Sie. Wer hätte vor einem Jahr an der letzten Feier zum 1. August gedacht, dass wir heute eine der grössten Krisen der letzten Jahrzehnte bewältigen müssen? Die Corona-Krise hat in den letzten Monaten sehr viel Flexibilität von uns allen gefordert und fordert sie immer noch. Umso wichtiger ist es, an Traditionen festzuhalten, die sich bewährt haben. Wie wir es eigentlich mit der heutigen Bundesfeier ja auch gern gemacht hätten. Es hat mich dann interessiert, was das Wort Tradition eigentlich bedeutet und wie es beschrieben ist, und ich habe es im Internet gegoogelt. Gefunden habe ich, dass Tradition das Weitergeben von Handlungsmustern, Überzeugungen und Glaubensvorstellungen bedeutet, was also in der aktuellen Zeit besonders wichtig ist. Zusammenstehen und Solidarität untereinander und sich gegenseitig unterstützen hat noch mehr an Bedeutung gewonnen. Füreinander da sein. Das ist es, was unsere Lebensqualität und für viele Menschen auch das Heimatgefühl ausmacht. Nur gemeinsam und mit gesamtgesellschaftlicher Solidarität kommen wir aus der aktuellen Situation wieder raus. Verbundenheit und Rücksichtnahme sind zentral, sei das innerhalb von unserer Stadt, im Kanton Zürich oder in der Schweiz. Oder auch weltweit. Es braucht Unterstützung von Menschen, die von der Krise mehr betroffen sind als wir. Wir sind dabei gefordert, global zu denken, mit einem Weitblick für das Ganze, und es ist in dieser Zeit besonders wichtig, auch auf lokaler Ebene zu handeln. Wo im Jahr 1291 beim Rütlischwur die alten Eidgenossen der drei Urkantone Uri, Schweiz und Unterwalden sich im ewigen Bund zusammengeschlossen haben, ist die Solidarität ebenfalls an oberster Stelle gestanden. Damals haben sie sich gemeinsam stark gemacht, um Bedrohungen von aussen abzuwehren. Heute erleben wir andere Herausforderungen. Die Corona-Pandemie ist bestimmt allen eingefahren. Dabei sind aber auch der Schutz von unserem Klima oder das weltweite Rekordhoch von der Anzahl Flüchtenden Themen, die das Zusammenstehen und unsere Solidarität fordern und auch brauchen. Als Gemeinderätin ist es mir wichtig, mich für Chancengleichheit und Gerechtigkeit hier in Wetziken einzusetzen. Dass ich heute als Frau das Amt der höchsten Wetzikerin innehabe und mein Grußwort zur Bundesfeier an Sie richte, das freut mich ganz besonders. Obwohl wir Frauen seit bald 50 Jahren seit der Einführung des Frauenstimmrechts mitreden, stehen die Frauen immer noch selten am Rednerpult. Der aktuelle Frauenanteil in unserem Parlament mit 28% ist noch sehr bescheiden. Umso mehr ist es mir ein grosses Anliegen, die Sicht der Frauen zu vertreten. Ich wünsche mir sehr, dass es uns bei den nächsten Wahlen gelingen wird, noch mehr Frauen für die politische Tätigkeit zu gewinnen. Auch der Einbezug der Öffentlichkeit in unserem Parlament ist ein grosses Anliegen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere öffentlichen Sitzungen live auf der Tribüne im Stadthaus oder ein, zwei Tage später mit dem Audioprotokoll auf der Homepage der Stadt mitzuverfolgen. Dazu zähle ich die diversen Massnahmen zu der Bewältigung der Verkehrsprobleme und der Erweiterung der Schulhausanlagen, die wegen der grossen Zuwachs der Wetziker Bevölkerung nötig geworden sind. Also Themen, die auch Sie direkt betreffen. Vor allem die Jugendlichen sind sicher gespannt, wie das Parlament über den Bau der Wasserrutschbahn in der Badi-Meyer-Wiese wird entscheiden. Bei all diesen Geschäften müssen wir selbstverständlich auch die Finanzen im Auge behalten. Vielleicht haben auch Sie Interesse, liebe Frauen und Männer, sich in Wetziken für Wetziken zu engagieren. Ich weiss, viele sind seit Jahren ehrenamtlich in der Nachbarschaft oder im Quartier tätig. Das ist bewundernswert und ich danke Ihnen ganz herzlich für das. Nutzen wir doch die Chance und setzen wir uns für mehr Gemeinschaft, Gerechtigkeit und gegenseitige Unterstützung für eine gesunde Stadt Wetziken, die offen ist für neue Entwicklungen und für mehr Lebensqualität für uns alle. Ich würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen 1. August mit viel Freude an unserer Heimat und an der Tradition. Danke.
Thank you.